Ich nehme euch heute mal mit und zeige euch einen Tag bei Tobias. Das wird eine kleine Rundführung sein, also ja. Früh um 8 war ich im Zug und bin zu Dresden zur Freiberger Straße gefahren. Wenn man aussteigt, kann man ein kleines Stück vorlaufen und sieht dann dementsprechend rechts, auf der rechten Seite, sieht man dann schon mal das World Trade Center Dresden. Es ist nicht weit weg vom Bahnhof und es gibt sehr viele Möglichkeiten, da hinzugelangen. Einerseits mit der Straßenbahn, die man jetzt schon im Bild sieht, die zeige ich auch nochmal. Dafür gibt es auch zwei Anschlüsse, also einmal gibt es die Straßenbahn und einmal gibt es noch eine Straße weiter, dann gibt es noch eine. Man kann dort auch mit dem Bus hinfahren und allgemein mit dem Auto, weil es da eine Tiefgarage gibt. Sehr praktisch dafür, damit man halt einfach hinkommt. Hier sieht man nochmal das Gebäude, wie groß das eigentlich relativ ist. Es geht auch noch hinten rum weiter. Auf jeden Fall sehr großes und hübsches Gebäude. Man kann außerdem noch die Mobi-Bikes in Dresden benutzen. Und hier sieht man dann noch einmal die Tiefgarage. Diese findet man, wenn man über die Straße geht und geradeaus läuft.